Yo, hey, ho, compadres. Was geht auch? Ich bin Battle Bummy the Bro. Und ich zock heute ein bisschen GTA. Ja, ich denke, ich werde mal um die Karte fliegen. Eine ganze Folge lang. Oder ich hole mir dieses Auto. Ja. Den gibt es, wie gesagt, in Gelb und einmal in Blau. Einmal 15.000 und einmal 17.000 wert. Wer jetzt? Mehr wert ist, weiß ich nicht genau. Mal schauen. Dazu muss ich mir einfach merken, wo auf der Karte meine Garage ist. So. Meine Karte ist, also auf der Karte, die Garage ist hier. Das merke ich mir. Gut. Dann starten wir mal eine Mission. Die Mission geht auch. Bam, 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 bam. Gut. Unsere Mission heißt Zeit zum Abhauen. Und die starten wir. In der Mission ist es immer 12 Uhr und da fahren die meisten getunten Autos rum. Deswegen machen wir die. Und am besten hosten wir auch. Und da sind wir wieder. Munition 23.500. Ist mir einfach zu teuer. Ich gebe doch dafür kein Geld aus. Nein, das tue ich nicht. So, geht schon los. Los geht die Gaudi. So, wir steigen natürlich einmal in unseren Jeep ein, den wir haben wollen. Wenn ihr den nicht habt, dann kauft ihn euch, der ist nicht teuer. Das ist der Rapid Sand King XL Geländewagen. Wir fahren zu dem Beppo-Verein in die Richtung. Ich denke, jeder kennt es. Wir fahren an diese Kreuzung. Gut. Los geht die Gaudi. Oh, du Noob, jetzt nicht. Noob, geht nicht. Dann wird man hier vom Noob gestresst. Das geht jetzt nicht. Oh shit. Sauber, Gerber, die Gaudi. Also der Trick ist jetzt nicht so super neu, also das Spiel ist ja auch nicht toll neu. Die meisten werden dann schon kennen, aber für die, die ihn dann halt nicht kennen, können sich das Auto schon holen, gerade für Anfänger. Also Auto lässt sich auf jeden Fall gut verkaufen, beide. Der blaue, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt der blaue mehr wert ist oder der. Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Nicht genau. Bevor ich was Falsches sage, ne, probiert es aus. Sind beides toll, der Auto. Toll. Toll. Gut, gut, gut. Und da haben wir unsere Kreuzung. Und kein Auto. Macht gar nichts, dann fahren wir nochmal die Runde.
Und was haben wir da unten? Einen fetten gelben Jeep? Warum auch nicht? Her damit! Naus, du Bebo! Wieso ist denn jetzt die Alarmanlage an? Das wäre Gaudi. Mal einfach schwerer Autodiebstahl, ne? Ist natürlich nicht für jeden einfach, also ja, muss man schon echt ein harter Gangster sein, ne? Also für diejenigen, die nicht so hart sind, die klauen sich natürlich nicht so ein Auto, ne? Ist klar, ne? Ist eine Goat. Es ist eine Goat. Für alle anderen ist es Goat. Neues Auto, her damit. Und wir haben uns ja gemerkt, wo unsere Garage ist und da packen wir jetzt das Auto. No. Was ist denn hier los? Was ist denn? Hupt er da rum? Sauber. So geht's auch. Goat, goat, goat. Und da ist meine Garage. So, und hier hätten wir jetzt noch einmal so ein schönes Auto. Das gibt es in Chrom und in Gold. Und ich denke, der Golden ist mehr wert. Der wird jetzt so 23.000, glaube ich. Der Verchromte. Der Goldene wegen mehr. So, jetzt schauen wir mal was anderes. Gut. Da hätten wir den Blauen, wie gesagt. Dann gibt es einen Blauen und Gelb. Einer von beiden ist mehr wert. So, ja, ich habe die Folge, genau das hier, jetzt bestimmt schon das dritte Mal aufgenommen, weil immer irgendwas nicht funktioniert hat, muss ich das jetzt alles nochmal neu machen. Also schon das dritte Mal die Folge. Dieses Auto gibt es mit einer anderen Mission. Wer Interesse an dem Auto hat, das ist glaube ich auch so 15.000 wert im Verkauf, einfach Kommentare schreiben. Badam. Gut, was machen wir jetzt halt? Ich hole auf jeden Fall jetzt noch diesen anderen Jeep, diesen Chrom oder Gold. Je nachdem, da zeige ich euch, wo man da hin muss. Am besten ihr fahrt zu dem Los Santos Custom. Da steht er in der Mission immer rum. Also selbe Mission, anderer Standort. Zeige euch natürlich wo. Los geht's. Los geht die Gaudi. Das ist crazy, die Karre. So, wir müssen jetzt erstmal zum Los Santos Custom. Wird natürlich jetzt hier nicht angezeigt, ihr müsst wissen, wo er ist. Aber ich denke, das ist Cutting. Cutting. Auf der Uhr ist es immer noch 12, das bedeutet, die getunten meisten Autos fahren ja immer noch rum. Und die Uhrzeit vergeht ja nicht, weil wir in der Mission sind. Goat. Und schon sind wir da. Fast. Ja, oder es stehen halt andere getunte Autos rum. Also wie gesagt, es stehen da auch noch mehr Autos rum. Ja, so wie der jetzt hat. So. D-Klasse, Chevy Turbo. Sabre, oder? Kein Plan.
Egal, wir holen unser Auto. Los geht's. Und wir fahren dafür immer eine Route. Oder zumindest versuchen immer dieselbe Route zu fahren. Ich habe sie natürlich auch schon abgewechselt, kein Ding. Bisschen variieren ist kein Problem. Und los geht die Tür. Oh, Noob, jetzt nicht. Einen Moment noch. So, dann fahren wir mal da runter. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. So. Gut, gut, gut. Und er steht nicht da. Dann fahren wir mal. Ab und an ist es mal ein bisschen eine Fahrerei. Und er kommt nicht gleich. Aber der taucht irgendwann auf. Man muss immer wegen dem Weg fahren. Geht's. Oh, die Gaudi. Ja, dann fahren wir mal da noch. Und was haben wir da? Einmal den Verchromten. Das ist fett. Und an der Stelle würde ich mal sagen, ein Dankeschön an Bodox Ferrari, der hat mir das gezeigt. Mit den Autos. So, dann packen wir die Karre doch mal gleich in unsere Garage rein. Gut, gut, gut. Und dann schauen wir auch später, was er jetzt dann eigentlich auch wert ist. Genau. Aber wir haben ja immer noch diese begeblich zur Beppo-Farm und den Beppo zu holen. Das schaffen wir eh wieder wahrscheinlich. Also ich schaff's wahrscheinlich nicht. Weil das steigt immer irgendwie nicht so ein, wie ich das gern hätte. Da hat er mir irgendwie leichte Probleme damit. Selten, dass ich schaffe, aber egal. Wir helfen denn. Also ich helfe denn. Ein Zweiler. Ja, gut, gut, gut. Gut, weiter geht die Gaudi. So. Moment. So, jetzt brauchen wir erst einmal ein wenig Auto. Okay, dann halt nicht. So kriegen wir auf jeden Fall kein Auto. Gut. Pumpa mal, Karre. Genau. Das kriegen wir schon auch.
So. Und los geht's. Auf geht's zu den Row. Gut, jetzt sind wir bereit, jetzt machen wir da mal eine Action. Jetzt nehmen wir mal an, dass alle tot sind. Hoffen wir es mal. Saugeil. Wer ist denn er, Alter? Hau bloß jetzt her, du Beppo. Ich schwör weh, er steigt jetzt nicht ein. Dann flipp ich aus. So, wo ist er? Steig ein, du Depp. Das sieht doch gut aus. Gold, ist das Gold. Sauber, wir schaffen die Mission. Wahnsinn. Und wo geht's? Und nie geflogen über den Scheißberg. Nur noch landen die Kiste und die Geschichte. Schafft das Ding. Fette zwei Autos und noch fett Kohle. Bäm. So, und da sind wir auch wieder und ich sehe mit einem Haufen Mitspieler. An der Stelle, danke, Sir Biertrinker. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Alle Xbox-Spieler aufgepasst. Wir gehen ins Menü. Einstellungen. Netzwerkeinstellung. Nahtyp testen. Oh nein, alle Mitspieler sind weg, wir sind ganz allein. Oh nein, weil wir wollen ja das Auto verkaufen und es nervt. Ne? Das Auto ist nicht versichert, wir wollen es hinfahren zum Verkaufen und es wird kaputt gemacht. Das ist doch scheiße, das geht doch nicht. Leute. No. Gut. Holen wir uns mal ein Auto. Ja, genau dich meine ich. Naus, du. Naus. Goat, fliegt mal an. Oh.
Oh shit. Ich dachte, ich kann da durch. Was ist los? Chill doch. Was ist denn da? So, Freunde, auf geht's. Wir fahren jetzt, fliegen jetzt zur Garage und verkaufen die Karre. Alright. Los geht's. Jo Leute, da sind wir wieder bereit, unsere Karre zu verkaufen. Jawohl, los geht die Gaudi. Auf zum Verkauf. Los geht's. Schauen wir mal, was wert ist. Ich glaube 22.000 und ein paar zerquetschte. Wenn wir keinen Unfall bauen. Ja, klar. Klar. Und da ist es natürlich nicht schlecht, dass wir allein sind, ne? In der offenen Lobby. Es ist auch Chlor. Gold, 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 geht's auch. Leute, 22.800 Dollar, das ist doch schon mal fett, das machen wir. Das tun wir, oh. Hier, Button, zack, 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 her damit. Ja, ich würde sagen, wir haben fett Kohle gemacht, ne? Was haben wir denn jetzt? Ja, wir haben schon ordentlich Kohle gemacht, Freunde. Das war richtig der Hammer, das war der Burner. Und hiermit bin ich raus, klatscht rein, meine Friends. Ich bin out.